Es war kurz vor Mitternacht, als Mario Götze gemeinsam mit Marco Reus aus den Katakomben des Stadions verschwand. Er dürfte sehr erleichtert nach Hause gefahren sein. Vor dem Anpfiff gab es nur eine Frage. Wie würden ihn die Dortmunder Fans empfangen? Wie würde er drauf sein? Und was passierte? Es gab keine Pfiffe, keine Transparente. Im Stadion eine einzigartige Stimmung, Gänsehautatmosphäre. Wir als Mannschaft waren sehr überrascht, aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass die Fans das für diese 90 Minuten ausblenden konnten. Und wirklich, da gilt ein ganz großes Kompliment an sogar an das ganze Stadion heute. Das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ich muss echt hart überlegen, ob ich ein Spiel schon mal so erlebt habe, dass wirklich 90 Minuten lang das ganze Stadion hinter uns gestanden hat. Dortmunds Spieler hatten sich im Internet an die BVB-Fans gewandt und darum gebeten, Götze nicht auszupfeifen. Jürgen Klopp hatte einen Appell an die Anhänger gerichtet. Für alle war die Situation unheimlich schwierig. Die Stimmung war natürlich kurz nach der Meldung an dem Tag nicht sehr berauschend, weil viele es auch noch nicht so richtig wussten und demnach waren einige auch enttäuscht. Aber die Mannschaft hat das sehr, sehr gut weggesteckt. Wir haben auch untereinander viel gesprochen, auch mit Mario zusammen, dem das natürlich auch nicht ganz leicht gefallen ist. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, heute eine super Reaktion gezeigt. Auch Mario mit seinen 20 Jahren hat heute auch ein fantastisches Spiel gemacht. Interviews gab Götze keine. Er schaffte es aber, alles für diese 90 Minuten auszublenden. Jürgen Klopp hatte versucht, ihm jede Angst, jede Sorge zu nehmen. Das Wichtigste war, dass ich ihm gesagt habe, dass die Leute es bis morgen nicht vergessen haben, dass er zu Bayern München wechselt, aber sich wieder auf das Wesentliche konzentriert, weil auch Mario weiß, dass der Verein über allem steht. Und das heißt, er muss sich keine Sorgen machen, dass die ersten Reaktionen, die ja doch einigermaßen deutlich waren, dass die heute im Spiel, wo sich über 90 Minuten tragen, erster Fehlpass, erster Ballverlust und so weiter und dann geht's los. Ich war mir da nicht sicher, aber ich habe es gehofft und habe so getan, als wäre ich mir sicher und bin sehr froh, dass mich unsere Fans da bestätigt haben.